Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS22 hier auf dem Kleinland. Das Feld, wo wir gerade drauf rumfahren, das ist fertig gedüngt und gemulcht. Das gleiche machen wir hier drüben nochmal. Wenn der Mulch ja durch ist, dann wären wir theoretisch bereit für die nächste Aussaat. Was wir da nur genau anbauen, weiß ich leider immer noch nicht. Ich tendiere ganz stark zwischen Gerste und, naja, Weizen nicht unbedingt. Aber sehr viel mehr Raps würde ich das Jahr darauf machen eigentlich. Ja, wenn nicht, machen wir nur, ja, schwierig. Das fällt hier gerade zu, da wollte ich Kartoffeln draufbringen. Dann hätten wir hier noch zwei. Vielleicht auch Sonnenblumen und Mais. Dass wir so eine schöne, bunte Mischung hier auf dem Feld haben, wäre eigentlich auch nicht verkehrt, oder? Zwei große Gerstefelder und den Rest dann in Sonnenblumen und Mais und Kartoffeln. Also alles außer der Reihe, was wir sonst eigentlich bis jetzt im LS wenig bis gar nicht angebaut haben. Aber warum eigentlich nicht? Wir haben eigentlich alles dafür. Na? Bräuchten wir zwar ein Maisgebiss irgendwie, dass wir das ernten können, aber daran sollte dann nicht scheitern. So, erstmal macht der Mulcher hier sein Ding. Vorwendetechnisch wird das hier wohl hoffentlich alles klappen, denke ich, hoffe ich. Wir machen hier mal lieber zwei Streifen, oder? Dass hier nicht schief geht. So, dann müssen wir nachher sowieso vorspulen, dass wir zum Aussaatzeitpunkt kommen, weil die Gerste, die war, glaube ich, noch früher wie der Weizen. Ich glaube, es ist ja im nächsten Monat, oder? Was sagt denn der Kalender? Ja, Gerste im September. Weizen auch im September. Gerste ist aber einen Monat früher erntereif. Alles klar. So, und den Rest müssen wir dann wahrscheinlich eh im Frühjahr erst ausbringen. Aber das ist kein Problem. Kriegen wir alles hin. So, machen wir hier mal einen schönen Doppelstreifen. Und dann sollte es eigentlich laufen. Zack. Gehen wir hier noch in Position. Also Lenkradius ist so, naja, ne? Also der hat schon ganz schön Platzbedarf beim Umdrehen. Das ist schon mal echt krass. So richtig doll wendig ist der Gerät jetzt nicht so. Aber hey. So. Also er zieht schon brav bis hinten durch. Da kannst du eigentlich gar nicht meckern. Nur gebe ich ihm trotzdem mal ein Vorwende, dass er ja noch schief geht. Und dann kann er alleine weiterarbeiten. Ist ja nur, um auf Nummer sicher zu gehen hier. Und ich würde dann wirklich hingehen und nochmal so eine Rutsche Kühe kaufen. Dass wir da noch mehr in den Stall reinkriegen. So, schön mit dem Front da dagegen Baum, genau. Und Abmarsch. Aber ich finde es so krass, guck mal, die Felder hier hinten, die kann man nicht bewirtschaften, sind aber sehr, sehr schön mit eingegliedert in der Map-Grenze. Hast du nicht oft? Finde ich ziemlich gut. Na, wenn wir da so an die Fox-Farm denken oder so, da war ab der Baumreihe an der Feldkante, war dann einfach Essig und dann ging das nicht weiter. Da war dann halt einfach, ne, da war die Karte zu Ende. So. Okay, hier fährt sie rückwärts ran. Und ich habe wenig Sorge, dass es hier nicht klappt. Na, guck mal, perfekt. Obwohl da hinten Bäume stehen. Also, die hat Bock hier, das Mädchen. Sehr, sehr schön. Okay, dann lassen wir die hier mal machen. Und ich würde hier nochmal hingehen. Wie viele Kühe haben wir denn? Hallo Mädchen, was ist denn hier bei euch los? Ja, wir haben 22. Was ist denn Viehtransport technisch hier eigentlich bei uns so möglich? Haben wir eigentlich auch einen. Gibt es hier eigentlich auch einen europäischen Viehtransport-LKW? Das Ding hier, ne? Hier passen 6 Kühe drin. Wie oft sollen wir denn da fahren, sag mal? Und das war mit dem Ausladen ja nicht mal so geil. Hier passen 36 Kühe rein. Das ist aber. 36 ist schon eine Nummer.
Warte mal, wie viele Kühe passen denn überhaupt in den Stall? Ich glaube 150 waren das, ne? Tiere, Kühe. Milchversand. Brauchen wir nicht, weil wird so oder so morgens um 6 Uhr abgeholt. Welchen Stall haben sie denn? Wir haben den, ne? Ja. Genau, den haben wir. 150 Kühe. Stimmt, da habe ich in der XML mal drin rumgekrakelt. 500 Kühe. Objekt wird die laden. Ah, das ist aber ein fetter Stall. Meine Fresse. Nee. 150. Den wollten wir eigentlich ursprünglich haben, aber hier war mir die Weide zu groß. Und der passiert perfekt hin. Okay. Also haben wir noch über 100 mögliche Kühe frei. Platztechnisch, dann würde ich sagen, ja, wie machen wir das? Wollen wir die abholen? Wäre eigentlich schon ganz cool, oder? Wollen wir mit einem LKW fahren? Oder wollen wir hier mit einem Anhänger fahren? Hier passen 9 drin. Wie viel passen hier? 12. Wollen wir das einfach mal mieten? Warte mal, was ist das hier? Ein Hühnerkorb? 360 Hühner passen in diesen Korb? Erzählen wir nicht. 12 Kühe, 7, 9, 6. Wir mieten den für 4000. Dann brauchen wir noch einen LKW dafür. Ja. Wir nehmen auch einen LKW dafür. Der kostet 102. Der wäre eigentlich perfekt dafür, weil wir haben eine kleine alte Map. Europäischer LKW, der kostet 69. Ich hoffe, dass der funktioniert. Den W50 brauchen wir da nicht ranhängen. Da brauchen wir ja nicht erst probieren, ja nicht antreten. Der MAN wäre cool. Der Scania, warte mal, der ist ja so teuer. Und dann hört schon auf mit Zuchtmaschinen. Dann wird es schon wieder deutlich weniger. Hatte ich nicht mal ein Volvo? Nee, ein DAF hätte ich noch. Schwierig. Der Volvo hier ist so teuer. Von Platinum DLC. Wir nehmen den. Der ist am günstigsten. Wir wollen eh bloß mieten. So. Da steht der Gerät. Da werden wir uns mal Kühe holen. Ja, ja. Den LKW habe ich schon Ewigkeiten. Also, guck mal, wie schön steif er mit seinen Ärmchen hier lenkt. Das ist ja wunderschön, oder? Ich finde das so geil. Also manchmal ist es so, oh, da denkst du dir, Mann. Also, auch das Namensschild, ne? Hier ist ja keine Scheibe drin. Die haben sie mal vergessen einzubauen. Oder doch, oder nicht, oder ja, oder nee. Und ja, egal, komm. Der war günstig, der passt schon. Da, ach, guck mal, das sieht aber ja nicht so verkehrt aus. Den packen wir voll mit Kühe und dann werden wir die nach Hause fahren und dann können wir ordentlich loslegen mit Füttern und sowas. Und ich habe jetzt schon Angst, dass der Hof und alles andere hier in der Stadt viel zu klein ist. Und guck mal, hier ist immer Licht an beim LKW, immer. Der hat immer einen Lichtkegel vorne. So, aus dem Weg. Ich muss hier mal lang. Wo war denn der Viehhändler? Hallo? Der war da hinten, ne? Hier rechts davon. Wir sind da... Genau. Da der KI... Ah, ich wollte gerade sagen, der KI-Verkehr fährt hier übelst verrückt und schnell. Ist aber auch ganz schön eng hier alles. So, kriegen wir da alles hin. Ich hoffe nur, dass hier nicht von vorne kommt. Nein. Wir fahren mal hier gleich rückwärts ruf, oder? Da wird ja sonst nichts hier. Mit umdrehen kannst du ja eh vergessen. Genau hier steht der PKW. Perfekt. Jetzt musst du von hinten angekrochen kommen, ne? Na Gott sei Dank hältst du ihn noch Abstand. So. Na, nicht dichter kommen. Mach das nicht. Geh weg. So. Sind wir im Trigger drin? Ich hoffe doch.
Also eigentlich ist der LKW ganz schön. Der hat zwar noch sehr viel Überarbeitungsbedarf, aber eigentlich ist er cool. So. Wilson Silverstar. Warte mal, was haben wir für Kühe? Holstein haben wir, ne? Wollen wir die günstigen nehmen? Wollen wir alle 36 nehmen? Kostet 7200. Die Kohle haben wir. Die Tiere wurden gekauft. 36 Stück. Ist ja mal mega geil. Die sind so günstig. So, Leute. Hier kommen Kühe. Guck mal, der Trailer ist noch nicht mal angekoppelt. Wir haben weder Luft noch Strom noch sonst was. Und er fährt einfach trotzdem. Schöne Buchselei hier. Wie er mit seiner Konsumbrote unter der Arme lenkt hier. In Ansicht. Ehre. Was ist denn mit dem Reh? Flying Hirsch. Okay. So. Wir haben Gott sei Dank gerade recht wenig Verkehr. Das passt schon. Jetzt ist nur die Frage, wie fahren wir denn hier am sinnvollsten eigentlich bei uns am Kuhstall ran? Und ich hoffe, wir können über den Anhänger entladen. Weil sonst bin ich ein bisschen traurig. So, wie machen wir das am dümmsten? Wir fahren erstmal hier hoch und wir fahren aufs Feld. Komm, muss er abkönnen. Ne, ist alles doch recht glatt hier, das klappt schon. Dann machen wir mal Warnblinkanlage an. Wobei, ist auch Quatsch. Wir sind ja hier bei uns auf eigenen Hof. Interessiert sowieso keinen. Also der Weg zum Viehhandel, der ist ja nicht weit. Wir müssen erstmal das Tor hier öffnen. Und ich glaube, wir müssen nochmal neu ranfahren. Komm, wir machen erstmal die Tür auf hier und dann kriegen wir das wohl alles besser hin. Das müssen wir auch noch öffnen, Gatter, ne? Ihr bleibt bitte alle drin. Doch, ihr bleibt drin, da kommen gleich neue, seid artig und nett. Ja, die kennt ich hier nicht aus. Doch, ihr zeigt denen, wo das alles ist. Und keine Widerrede. So. Wir müssen nochmal neu ran, das hilft ja alles nicht. Aber so wie das aussieht, passt der Trailer in den Stall hinein. Und das ist schon mal sehr, sehr gut. Er wird gleich sehr, ah Gott, Bäume, Straße, Hilfe. Er wird gleich sehr, sehr eng im Stall. So. Okay, passt. Mit ein bisschen Schleifen und so geht das schon. Warte mal, wie sieht es nicht aus? Geht das jetzt schon? Ja! Nee. Doch, klar. Warte mal. Tier ausladen. Ausladen, ja. Hat er die jetzt ausgeladen oder nicht? So bin ich, ne? Jetzt geht es, Gott sei Dank. So, jetzt haben wir neue Kühe. Sehr, sehr cool. Hat besser geklappt, als ich dachte. Ist natürlich sehr schön. So, wollen wir den wieder wegfahren oder wollen wir den abholen lassen? Komm, wir können den wegfahren. Den könnten wir eigentlich behalten. Dafür, dass es ein amerikanischer Trailer ist, hat er seine Arbeit recht gut gemacht. So, jetzt haben wir 58 Kühe. Da können wir auf jeden Fall mit arbeiten, oder? So, was macht denn der Mulch eigentlich für einen Quark? Komm, wir kontrollieren mal von oben. Oh, das sieht sehr, sehr gut aus. Guck mal hier. Ne? Keine Fehlstelle irgendwo bis jetzt. Brauchen wir da nicht meckern. Alles schön. Dann fahren wir den wieder zurück zum Händler. Dann können sie den wieder wegbringen, wegparken, sauber machen, verschenken. Keine Ahnung.
Strecken war. Also mit einem LKW ist schon sportlich hier, auf diesen schmalen Wegen. Eine Eisenbahnhupe geklaut und angebaut. So, jetzt kommt gleich wieder KI-Verkehr um die Ecke gezimmert, könnt ihr mir vorstellen? Nein, passt noch. Da ist er schon ran. So, jetzt fahren wir mit dem Trailer hinten über. Ach du Schande, guck mal, wie der wackelt. Jetzt haut ab hier, ich muss hier rum. Ja, ja. Ihr seid ja genau. Ach, was ist denn los? Haut ab jetzt. So, hab dann Trailer abgestellt. Toll. Mann, geht weg. So, siehst du, alle Probleme gelöst. Sehr schön, dann fahren wir hier mal rauf auf den Hof. So. Aber optisch, das passt schon, geht schon. Ich hätte mir gerne einen europäischen Feed-Trailer gewünscht. Ich glaube, im 19er habt ihr einen europäischen, ne? Den fand ich wiederum nicht so schön. Ich glaube, im 17er habt ihr auch einen. So, guck mal, hier ist euer Licht an, obwohl der Motor aus ist. Sehr, sehr merkwürdig. Wir machen Verkehr wieder an, damit es spannend bleibt. Hallo? Jetzt kommen wir an den Trigger nicht ran, ne? Doch. So. Okay, haben wir das auf jeden Fall schon mal erledigt. Dann müssen wir gucken, dass wir die Kühe noch versorgt kriegen, ne? Ihr könnt mir vorstellen, wir müssen hier noch viel mehr einstreuen jetzt, ne? Ja, kein Problem. Da gehen wir einfach hin, machen uns Licht an, machen Superkraft an und dann werden wir so ein paar HD-Ballen da reinfummeln. Vielleicht machen die auch ein bisschen Performance kaputt, weil die alle eine Colli haben und ja. Hello? Stroh ist voll. Na, mega geil. Milch ist da, Mischration ist da. Apropos Mischration. Wenn nicht, dann müssen wir nochmal Kühe füttern. Jetzt haben wir neue. Mischration. 86.000. Na, dann aber ran. Mit was wollen wir das machen? Wollen wir einen Anhänger holen? Müssten wir kaufen, ne? Zum Füttern. Frage, welchen? Zweit im Angebot? Nö. Anhänger. Irgendwas zum Futter fahren. Muss er nicht groß sein, oder? Auf jeden Fall weit altet wäre ganz cool. Was haben wir denn da? Schönes. Wollen wir uns nach so einem Krone-Emsland? Der schwobelt immer weg, leider. Ich finde die hier wunderschön, aber die hier, der Kono, der hat leider. Das muss auch in den Stall reinpassen. Der darf nicht so riesig sein. Wir können hier so einen normalen HW80 nehmen. Zum Füttern. Ja, wir nehmen so ein Ding. Das ist ja perfekt. Machen wir mit Aufbau. Dann sind wir bei 11.500 Liter. Und wir nehmen die fetten. Nee, wir nehmen die fetten Räder. Der kostet 9.000. Haha, wir haben jetzt einen Futteranhänger. Mit was fahren wir den mitten Deutz? Ja, und Abmarsch. So. Da der Mulch ja gerade Sache macht, haben wir eh Zeit für so einen Quark hier. Oh, 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 oh. Okay, da hat er gerade gespeichert, hoffe ich mal. Aber was hier für ein Publikumsverkehr immer auf den Straßen unterwegs ist. Na, also wenn ich so an The Western Wilds oder an, oh Gott, oder an Fox Farm denke, da war ja halt gar keiner, nicht einer, noch nicht mal ein Auto, nie nichts, ja nichts, da waren immer nur wir und der Helfer. Da ist das hier schon eine ganz andere Hausnummer, finde ich aber wunderschön. So, wir hängen den Anhänger hinten ran. Genau so. Und damit werden wir jetzt immer die Kühe füttern. Ja, mit dieser. Ist ein Gravity Bin. So heißen die Dinger, glaube ich. Wortwörtlich übersetzt ein Gravitationsmülleimer. Also, naja, aber, ne, ihr wisst Bescheid. Oben reinfüllen, unten aufmachen, durch die Trichterform löft dann alles wieder raus. Und es funktioniert. So, dann werden wir das Ding mal gleich einweihen und damit die Kühe füttern. Der Mulcher ist fertig, nebenbei bemerkt.
Dann machen wir gleich Endkontrolle und dann ist das gut. Warte mal, ist hier noch was drin? Im Fermenter? Nö, ist leer. So, einmal Mischration bitte. Ich weiß noch nicht genau, wo wir den lassen. Mischration. Ach, wie cool. Jetzt haben wir endlich einen Futteranhänger. Mit Berg. So, Abfahrt. So, Mädels, jetzt gibt's was zum Naschen. Dass ihr mir ordentlich Mist und Stroh und Milch und Gülle macht hier, ne? So. Okay, das Strohballen, das passt hier soweit. Doch. So, Futter kommt. Okay, Entladegeschwindigkeit könnte ein bisschen größer sein, aber... Der Traktor muss laufen, damit er da rauskleckert? Naja, okay. Dann ist das so. Ja nun, wir füttern jetzt die Kühe mit dem neuen Futteranhänger. Was ist denn hier füllstandstechnisch? Ach, da geht die noch drin. Okay. Das ist sehr gut. So, dann lassen wir das hier mal rauskleckern. Dann fahren wir den International vom Acker runter, weil der Helfer ist ja fertig mit Mulchen. So. Warte mal, wir machen nochmal eine abschließende Endkontrolle hier. Aber das wird wohl... Ja, anstandslos. Gut. Bearbeitet. Sehr schön. Na siehst du, da haben wir neue Kühe. Dann haben wir einen neuen Futteranhänger. Wir können hier voll mit dem Berg runterballern. Ah, ein bisschen langsamer wäre nicht schlecht. So. Ich bin wieder da. Da werden wir das Ding mal abkärchern hier und die sauber machen. So. Den Mulcher wegstellen. Das war jetzt sehr angenehm, sehr einfach und sehr schnell. Die hat mir gefallen. So. Ach, tanken. Wobei doch tanken könnten wir eigentlich mal eine Runde, oder? Würde jetzt ja nicht schaden. Der hat schon 5 Betriebsstunden hier. So, ist voll, dann weg damit. Und aus. So, was macht denn unser Futteranhänger? Der dürfte jetzt mittlerweile leer sein, oder? Warte mal, hier die Futterproduktion, die läuft immer noch. Ja, na klar läuft die. Sind ja hunderte tausend Liter drin. Und Mädels, wie gefällt euch das hier? Ist schön, ja? Schön. Das ist super, das wollte ich hören. Jawohl. Siehste. Ey, ist voll. Dann bleibt der hier stehen. Dann haben wir jetzt einen neuen Futtertraktor. Doch, der bleibt hier stehen. Ich gehe raus hier. Ich kann mir mit den Mädels nicht anlegen. Die haben immer das letzte Wort. Das geht so nicht. Was machen wir, Freunde? Ich hätte noch Bock, irgendwas zu machen. Was wollte ich denn machen, verdammt? Genau. Ich wollte im Shop gucken nach Miststreuer für den W50. Da. Da ist das Ding. Arbeitsbreite natürlich 9 Meter. Wenn denn richtig, ne? So, Kapazität, volle Esse. Mit Aufbau 8 Tonnen. Jo. Hauptfarbe von mir aus können wir so lassen, oder? Was können wir hier wählen? Ah, okay. Was ist hier? Können wir hier... Schwierig. Schwierig. In Rot ist okay. Wo wird das hier... Ne, wir lassen den in Blau, ne? Guck mal, der kostet 6.325. Den würde ich jetzt gerne noch abholen fahren. Und wo hatten wir noch Platz? In welcher Halle? Wo war denn das? Hier steht der Drescher. Okay. Was stand denn hier drin? Ja, nischt. Okay. Dann kommt hier der Miststreuer rein. Oh ja. So.
Ja, mit der Gülle bin ich mir noch nicht sicher. Ich habe da vielleicht auch noch mal ganz andere Ideen. Vielleicht, wenn wir die Gülle auch nicht aufs Feld bringen. Oh, warte mal. Nee, das gefällt mir nicht mit der Mauer. So, vielleicht werden wir die Gülle nicht aufs Feld bringen, sondern werden die Gülle zu Dünger verarbeiten. Muss ich mir aber noch mal ein bisschen überlegen, ob wir das machen oder nicht. So. Und ab nach dem Shop. Mit die W50. In Ansicht ist er nämlich nicht ganz so doll laut. Und dann passt mir das eigentlich. Da wir jetzt so viele Kühe haben, können wir nämlich ganz entspannt den Mist verwursten, der da kommt. Wird zwar nicht immer funktionieren, aber zum Beispiel, wenn wir jetzt die Kartoffeln ausbringen wollen, was ja der Plan ist, langfristig gesehen. Für sowas, ne, wenn wir da ordentlich Mist draufschmeißen auf dem Feld oder so, kann ja nicht schaden. Apropos Kartoffeln. Wollen wir den Kartoffelleger gleich mitnehmen? Wenn wir schon mal da sind. Den schmeißen wir einfach hinten ruf, würde ich sagen. Warte mal, wir fahren nochmal Stücke vor. Er ist schon sehr behäbig, ne, bis der mal richtig losfährt hier. Ja, ne, der lässt sich ganz schön bitten, der Kollege. Aber es ist eine coole Sache, gefällt mir. Jetzt haben wir zum Beispiel einen Miststreuer und keinen Kipper mehr. So, warte mal, der Kartoffelleger. Da ist das Ding. Oder wir kaufen mal beide zusammen. Das ist nämlich der Roder hier. Der kostet 8, der kostet 4. Sind wir bei 12, 15 und ein bisschen. Ne, machen wir, wenn es soweit ist, ne? Dann fahren wir jetzt mit dem Miststreuer hier nach Hause und dann... Warte mal, was hatten wir noch für Aufbauten bei dem? Eine Feldspritze war noch, ne? Düngerstreuer eventuell? Ja, ein Düngerstreuer hätten wir hier auch. Dünger und Kalk, aber brauchen wir nicht. So, was hatten wir hier noch? Eine Feldspritze, ne? Ja, das Ding hier. Wäre an sich auch ganz cool. Könnten wir nämlich schön mit Flüssigdünger fahren. Aber Flüssigdünger kostet richtig, richtig Asche. Das ist sehr, sehr teuer. Wir machen erstmal nur mit Mist. Das reicht mir schon mal. So, bestaunt meine wunderschöne Maschine, Freunde. Es ist ein schöner LKW. Ja, alle Passanten bitte einmal klatschen. Danke. So. Das ist aber auch bunt zusammengewürfelt. Ja, oder die Waldfee. Mensch, wieder beim LKW fahren immer Konsumbrote unter der Arme. Guck mal hier. Oder? Kick mal. Na, stramme Ellenbogen, der Junge. Oh. So, wollen wir den schon gleich befüllen oder wollen wir erstmal wegstellen? Wir stellen erstmal weg, ne? So, wir fahren hier rein. Können wir hier drinnen umdrehen? Durch den kurzen Radstand sehr, sehr, sehr gut möglich. Oh, guck mal, bis auf Kontakt ran die Fahren, glaube ich. So. Komm. Ich würde sagen, je nach Bedarf lassen wir den hier mal drin stehen. Und Gülletechnik könnte ich mir auch noch so was hier vorstellen. Hallo? Also entweder das Ding hier mit einer 15 Meter Arbeitsbreite für einen W50 mit Dolly oder hier das Fortschritt Güllefass. Wäre auch okay. Ja. Vom Preis her, ah ja, aber wäre halt voll passend zu dem Rest von den Krempel, was wir hier so vom Hof haben. Schauen wir mal. So, ich mache hier wieder zu, ne? Da ihr da schön Uni stört, könnt ihr euch schon kennenlernen, alle Mann. Sehr schön.
Freunde, das war wieder ein Fest. Wir haben neue Kühe, wir haben einen neuen Futteranhänger für die Kühe, wir haben einen Miststreuer. Die Felder sind gedüngt und gemulcht. Bedeutet, wir können sofort in die Aussaat gehen, sobald denn der Zeitpunkt dafür da ist. Der zum Beispiel wäre... Ja, pass mal auf, wir machen uns mal kurz einen Schlachtplan. Also, Feld 28 Kartoffeln. Von mir aus Feld 25 Mais, Feld 26 Sonnenblumen. Dann hätten wir Feld 24 und Feld 29 noch frei. Da könnten wir... Wollen wir Feld 24 einfach Raps machen? Heute quasi, nächste Folge. Können wir eigentlich machen, oder? Ja, machen wir auch. Und dann gehen wir im nächsten Monat, im September, hier auf Feld 29 und machen da Gerste. Ja, dann können wir auf Feld 29 nämlich schön pressen, Stroh pressen und so. Dann lassen wir mal bei Raps diesmal die Strohablage aus. Und ne, wie gesagt, hier Kartoffeln, hier denn Mais und Sonnenblumen. Ich werde mir das aufschreiben, dass ich das auch ja nicht vergesse. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Freunde. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, mach keinen Quatsch und rein gehauen.